und los. Weg damit. Rein damit. Lebst du drin. Jetzt oben auf den Knopf springen und dann haben wir's. Hebt sich von selbst auf. Von allein. Und zack. Ab damit. Und nun können wir hier erstmal lang. Das war ja nicht so von der Folge gekrönt. Nein, spielt Phasmophobia. Ja. Und haben wir den Klotz hier im Weg. Schlecht, dass wir da runter gelaufen sind. Ne, wir hätten ja sowieso hier reinspringen können. Okay, dann gehen wir vorwärts. Rechtzeitig stoppen. Hätten wir da durchwaschen sollen. Lass mal hier. Durchbruch. Runterfallen oder da geht die Schräge auf. Das wäre eine Möglichkeit, die wir ausprobieren könnten. Ich probiere es mal hier. Einmal zurückziehen, bitte. Dann nehmen wir hier mal großen Anlauf. Und raus aus der Maschine hier. Es kratzt ein bisschen. Ich muss mal hier gerade eine Trinkpause, ganz genau. Und dann gebaut, sag mal. Kein Alkoholiker. Jetzt voll Karo. Oh. Kleinen Schluck trinken. Musste gerade kurz. Ist eine Apfelschorle. Die Säge wieder hoch. Das ist sehr gut. Energie. Schnell weg hier. Und voller Energie. So gut es geht. Ein Ausbruch des Vulkans wollen wir nicht live miterleben. Tun wir gerade aber. Nein. Ich renne wie wild. Ich fahre wie wild. Nein. Alles brennt. Der Wasserschlauch ist hier.
Ach du Scheiße. Das ist nicht so gut. Ja, toll. Nein, nein, nein. Stehen geblieben. Ich brauche doch das Hinterteil noch. Oder nicht? Ist meine Energie noch? Das ist das Energielager. Ist ja nicht viel weiterhin. Ich will ohne Strom fahren. Na komm. Können wir das Teil hier vor uns herziehen? Ich glaube, das kriegen wir auch nicht wieder zusammengeschweißt, oder? Das wäre ein Wunder, wenn wir das wieder zusammengeschweißt kriegen würden. Und jetzt hops. Ich kann mal das Ding noch irgendwie retten. Mit uns ziehen. Puh, Den Rest ist gut, das irgendwie mitziehen. Da kommen wir auch nicht mehr ran. Und nun laufen wir zu Fuß weiter oder was? Ob das so funktioniert? Ich bezweifle es. Da kommen wir nicht mehr weiter. Vielleicht mal die Kiste mitnehmen. Da rennt er. Überall fällt noch Asche vom Himmel. Ja. Ja, so ein Mist. Ich kann das Ding doch noch wieder zusammenschweißen. Ich glaube zwar nicht dran, aber... Wie soll daraus was werden? Tja, das ist für immer abgekohlt. Energie, alle, die können wir auch nicht wieder herkriegen. Das ist, ja. Können wir knicken. Was war das wieder? Takt kriegen. Was jetzt noch versuchen können. Ist hier den hier. Den hier zu kriegen. Mit V. Von oben. Na, sehr gut. Ziehen wir das Ding noch voran.
Okay, ich weiß nicht, inwiefern uns das helfen soll. Wir ziehen das Schrotzteil noch zu Ende. Laufen jetzt zu Fuß weiter. Das Ding in der Hand. Tja. Und da ziehen wir also. Wir ziehen dahin. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir ziehen dahin. Ach nö. Was soll denn der Spaß jetzt? Es fährt wieder zurück oder was? Ich Na komm, das will nicht mehr. Das ist so ein Mist. Gar nichts mehr. Kann nur als Rampe benutzen. Das ist ja jetzt hier. Deprimierend. Na komm. Ja, Mist. Da geht nichts mehr. Gar nichts mehr. Das bringt uns nicht mehr weiter. Mehr. Mit dem Steam könnten wir doch bestimmt. Aber unsere Energie ist alle. Wir haben keine Energie mehr geladen. Oh wei. Ist doch bestimmt eine Idee. Sekunde, ich hole mir hier mal gleich mal. Oder nicht? Hinten unseres ist das andere Teil. Und mehr ein bisschen Energie. Bringt das irgendwas? Nee, da kommen wir nicht rein. Naskratz. Topfkratz. Bartkratz. Aha, da bewegt sich was. Wie kriegen das Ding noch zum Laufen? Ist ja nicht möglich. Ach so, verstehe ich mal. Den Flügeln ein bisschen wehen. Segeln meine ich natürlich.
den Schrotthaufen noch mal ein paar Meter voranbringen. Ein Motorrad am Wegesrand. Weit kann dieses Abenteuer nicht mehr gehen. Weit kann die Reise nicht mehr gehen. Mit dem Haufen Schrott kommen wir nicht mehr weit. Oha. Ich mache jede Menge Screenshots. Das eine oder andere kann man vielleicht für Thumbnail benutzen. Ihr versteht. Feuer. Ein Leuchtfeuer anzünden. Die dritte Kiste. Ach, schön. Ja, nun sind wir gestrandet und warten auf Rettung. Hoffen auf Rettung. Sorry, das musste hier. Das musste gerade sein. Ich weiß, ich versuche damit alles, aber beim Screenshots. Tja. Ich kann mich hier nur noch auf und runter bewegen. In unsere Maschine kommen wir nicht mehr rein. Es wird Nacht. Warten wir vergeblich auf Rettung? Sind wir hier für ewig gestrandet? Wer weiß. Wer weiß. Oh, das sieht nach einem Ende aus. Errungenschaft freigeschaltet. Goodbye, old friend. Haben wir es durchgespielt. Tatsächlich, da kommen die Credits. Created by Don Schmuck. Technical Lead Goran Sarik, Martina Hugentolber, Pabla, Philipp Stern, Level Design und Art. Ach, der hat die schönen Landschaften hier gemacht. Ah, sehr schön. Fabio Baumgartner, Joel Schorsch. Ja, die haben die Musik gemacht. Und so weiter. Ja, dann war das Spiel gut. Wie lange haben wir es jetzt? Ja, knapp 4 Stunden vielleicht. 4 Stunden haben wir das jetzt durchgespielt. Könnt ihr erinnern. Ja, ist halt ein bisschen kürzeres Spiel. Aber ja, gut, 4 Stunden. Wie gesagt, es ist wirklich imposant, ist wirklich beeindruckend, ist wirklich, es ist, es wird niemals langweilig, man hat, also ist wirklich, man ist, ich habe ja mehreres schon im Verlauf der Aufnahme gesagt, des Spiels, des Let's Plays, ein sehr kurzes Let's Play, aber ein paar Parts habe ich dann bestimmt zusammengekriegt. Ja,
hat wirklich, es ist wirklich, es hat wundervolle Hintergrundwelten, wirklich wundervolle Landschaften, durch die man da mit dem Ding fährt. Mit dem Ding, Lokomotive, Boot, Dings. Der Soundtrack ist auch wirklich gut gemacht und macht einfach Freude, es zu spielen. Und es ist einfach, es ist ein Projekt für kurz mal, wenn man mal was zwischendurch braucht. Kostet auf Steam normalerweise so, glaube ich, an die 15 Euro, 14,99 Euro irgendwie. Irgendwo in dem Dreh. Stimmt, ja. Ich hab's im Sale für 3 Euro irgendwas bekommen. Ja, gut. Für 3 Euro, da braucht man nicht nachdenken. Da kann man das sofort. Im Summer Sale oder im Herbst Sale oder so. Irgendwo im Sale für 4 Euro. Das ist geschenkt. 4 Euro ist das wirklich geschenkt. Ich bitte euch. Auch für 15 Euro. Ja, komm. Supportet kleine Indie-Entwickler. Es ist. Ja, die 15 Euro hätte da auch. Ja, mir fällt gar nichts ein. Hätte da auch. Hättet auch für ein paar Papier auf den Kopf hauen können. Ja. Es ist. Es tut nicht so, als ob das irgendwie was. Also 15 Euro ist kein Preis für ein Spiel. Das ist. Nintendo-Spiele liegen im Bereich 60 Euro, 70 Euro. Nintendo Switch-Konsolenspiele. Developed bei Okomotiv und dem sehr guten Publisher Mixed Vision. Nicht gesponsert, noch nicht. Ich bin bereit. Ich bin bereit für Gespräche. Mixed Vision. Ich freue mich schon auf Jugglers Tale. Da. Man kann mit mir sprechen. Ja. Thank you for playing for alone sales. Thank you for making play for making for long sale loan sales. Reden kann ich auch nicht mehr. Ja, danke fürs Machen, muss ich da wirklich, das muss man wirklich mal sagen. Ich bin da wirklich immer dankbar über solche großartigen Indie-Games. Das ist also, es ist wirklich eine Perle, die man wirklich mal spielen kann. Es ist, und es gibt auch noch Steam-Errungenschaften, die es wert sind, das nochmal zu spielen, noch ein zweites Mal durchzuspielen. Zum Beispiel habe ich da gesehen, gibt es eine Errungenschaft, dass man das Radio, zum Beispiel, das haben wir ja probiert, das Radio während es spielt, also während es Musik von sich gibt, anzündet. Und dann gibt es eine Errungenschaft, die heißt irgendwie mit vollem Tempolimit fahren, also mit das alles auslassen. Da das habe ich vielfach versucht, diese Errungenschaften zu triggern und da rauszukriegen. Wem das wirklich nicht reicht, die 4 Stunden zu spielen dort, die 4-5 Stunden, der kann das nochmal spielen. Also wenn ich jetzt eine beliebige Taste drücke, fängt es wahrscheinlich nur von vorne an, das Spiel. Dann kann man das nochmal durchspielen. Von Anfang bis Ende. Also, Errungenschaften jagen auf Steam. Das ist auch. Also, kompetitiv Spieler sein und da mal alles schaffen. Ansonsten wirklich. Ja, wie schon gesagt, es hat immer seine Aufgaben und immer. Dann passiert auch Action und da ist wirklich. Kann ich nur loben, dieses Spiel. Es kriegt auch von mir glatt eine 100% Wertung in der Let's Play-Liste. Ich wüsste nichts anderes, ich wüsste da nichts. Ich wüsste da nichts zum Bemängeln. Es kommt allein schon, dass es komplett ohne
ohne Dialoge auskommt, dass es dir eine Story erzählt, ohne dir eine Story zu erzählen. Es ist. Ich habe es schon behandelt im Laufe des Spiels. Es ist wirklich. Mir fällt wirklich nichts Schlechtes dazu ein. Es ist. Das einzige Schlechte ist, dass es mir jetzt ein bisschen schlecht geht, dann, nachdem ich das. Nachdem ich das den ganzen Tag gespielt habe, das dann ist. Aber das hat jetzt nichts mit dem Spiel zu tun. Das ist jetzt hier. Es ist, ja. Das ist so mein eigenes Verschulden. Hier, bevor ich jetzt hier noch mir. Bevor ich mich jetzt hier noch fusselig rede, das habe ich schon gemacht. Sag ich, da mich nach oben soll sich gefallen haben lassen, aber dann neu seid. Ich drücke nur die Taste und dann sehen wir auch, dass das Spiel gleich von vorne startet. Lassen aber dann neu seid und das nächste Let's Play auf meinem Kanal nicht verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen Fasten-Tag und wir sehen uns im nächsten Let's Play bei Pumpkin Jack, dann in Stream-Aufzeichnungen Parts in meinem Kanal wieder. Bis dahin, haut drinne. Ciao, ciao.